Karl-Heinz Althaus, Fotograf aus Siegen, und er hat sich auf Panoramabilder spezialisiert. Sehr stimmungsvoll, mit tollem Licht, aber dafür musste er auch so ein bisschen tricksen, und er hat uns gezeigt, wie er das macht. Getroffen haben wir ihn hier in Siegen gegenüber des Bahnhofs. Das sind nicht unbedingt übliche Bewegungen, die man beim Fotografieren macht. Und doch macht der passionierte Hobbyfotograf sie. Karl-Heinz Althaus steht auf einem Parkdeck in der Siegener Innenstadt. Von dort aus hat er einen idealen Blick auf sein Motiv, den Lokschuppen am Bahnhof. 10 Jahre hat er experimentiert, bis er seinen eigenen Stil gefunden hat. Ich habe jetzt hier einen Weitwinkel aufgesetzt, um möglichst viel drauf zu kriegen. Und so muss ich auch keine Hochkantaufnahmen machen. So kann ich wie mit dem Handy im Prinzip die Kamera von links nach rechts schwenken und ein Foto nach dem anderen machen. Die genaue Ausrichtung spielt beim Fotografieren eines Panoramas also eine wichtige Rolle. Doch nicht nur das, auch auf das Licht muss besonders geachtet werden. Hier ist es jetzt zum Beispiel sehr hell. Ich würde jetzt hier mit einem Automatikmodus viel zu helle Fotos machen. Das heißt, ich wähle manuelle Einstellungen und mache ein dunkleres Bild, weil sonst würde der Himmel jetzt weiß werden. Ja? Ich belichte sozusagen das Bild unter und dann kriege ich wieder einen blauen Himmel. Gerade die Lichtstimmung in seinen Bildern ist das Besondere. Dabei beschränkt er sich nicht nur auf Siegerländer-Motive. Auch geht es öfter über die Grenzen hinaus. Einmal im Monat ist er in den unterschiedlichsten Städten zu Besuch. Einige Großstadtaufnahmen gehören somit auch zu seiner Sammlung. Doch vor der Haustür gibt es genauso schöne Motive. Vom Häusling aus kann man über Weidenau, Geisweid bis hin zum Kindelsberg schauen. In der Regel braucht es mindestens 2 Basisaufnahmen. Beim Häusling zum Beispiel eine Unterbelichtung und eine Überbelichtung. Das Endergebnis sieht dann so aus. Das fertige Bild hat somit einen höheren Kontrast. Dafür sind exakte Arbeitsschritte notwendig. Also ich muss punktgenau die Kamera einstellen zu der jeweiligen Lichtstimmung. Zum Beispiel abends, jede Minute habe ich eine andere Helligkeit. Dabei mache ich eine Belichtungsreihe nach der anderen. Das ist eine halbe Stunde hochkonzentrierte Arbeit. Und diese Reihen gucke ich mir hinterher am PC an. Jedes einzelne Bild, da darf kein Ausschuss dabei sein. Da muss jedes von links nach rechts in der Reihe passen. Um die perfekte Atmosphäre zeigen zu können, werden also ganz bewusst schlechtere Bilder gemacht. Die Nachbearbeitung am PC ist dann dafür verantwortlich, dass die Bilder am Ende so aussehen. Nach dem ersten kritischen Blick, ob alle gelungen sind, werden die Einzelstücke zusammengesetzt. Dann verbinde ich die schon über die Software quasi zum Panorama. Dann müssen natürlich noch Schritte eingefügt werden, um das auszurichten. Und dann kommt schon der Schnitt. Und dann gehe ich an die Kontrast-, Farb- und Helligkeitsarbeit und zum Schluss wird es geschärft. Bilder mit einem Weitwinkelobjektiv aufgenommen werden somit zu Panoramen. Und Althaus hat bereits neue Motive in Aussicht. Nächstes Jahr soll es nach London gehen.